Heute, Ladies und Gentlemen, stelle ich mich meiner größten Angst zusammen mit Scooty Boy. Ja. Also mir ist jetzt keine größere Angst momentan, ehrlich gesagt, eingefallen als Outlast, die Ausgeburt des Horrors. Und wie ihr vielleicht in den letzten Horrorvideos, die ich vielleicht über die letzten Monate hochgeladen habe, vielleicht gesehen habt, bin ich eine verdammte Pussy. Hier kommt es irgendwo und... Oh! Warum erschrecke ich mich über sowas? Und deswegen wird das ziemlich witzig. Was denkst du? Gut. Ich habe ihn übrigens nur dabei, damit ich mich nicht so alleine fühle und dann ist es für mich ein bisschen erträglicher. Also ich wollte das Spiel eigentlich schon immer mal spielen, aber ich habe einfach ultra Schiss und ich werde es jetzt nicht durchspielen. Ich werde jetzt kein Let's Play oder sowas in der Art machen. Ich werde einfach nur ein bisschen zocken, um ja, euch zu zeigen, wie sehr ich mir schon am Anfang in die Hose kacken werde. Keine Ahnung, für was er das jetzt gerade gefilmt hat. Für seinen YouTube-Vlog bestimmt. Oh, Junge, wenn du so ein Haus siehst, ne? Und so einen Himmel. Und so eine Szenerie, dann gehst du da nicht rein! Oh, Mann. Leute, ich hab echt gar keinen Bock da drauf, ne? Warum tue ich mir das überhaupt an, Mann? Warum? Es passiert ja wirklich noch gar nichts irgendwie. Und ich bin jetzt schon... ich hab jetzt schon Muffensausen, Leute. Die Musik bringt mich hier nicht aus der Ruhe. Oh. So. Naja, hier ist einfach mal ein Fenster offen. Und rein da. Wie mache ich Nachtsicht an? Lalala. Ich öffne einfach mal die Türen und mache den YOLO-Mode. Vielleicht wird es weniger schlimm, wenn ich rede. Dann kann ich nicht gejumpscared werden. Ich will nicht hier lang gehen, Leute. Aha, diese Unterlagen jucken mich so gar nicht. Aber ich muss sie sammeln. Ja, dann gehen wir mal direkt da rein. Hä, ist doch gerade zugefallen. That makes no fucking sense. Tür zu und weg hier. Ja, gut. Oh, Leute. Ich habe so eine vage Erinnerung. Dass ich das noch wusste. Wie kann es sein, dass du jetzt hier unten liegst und dass das Licht jetzt aus ist? Diese Musik macht mich ja nicht verrückt. Lalalala. Es sind nur Hängen. Es ist nur ein Spiel. Es ist. Warum filme ich eigentlich und kann ihm nicht helfen? Ich wollte hier auch gar nicht rein, Mann. Ich wollte hier gar nicht rein. Da war jemand. Ich sollte jetzt mal lieber abhauen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, mein Puls, Leute. Sowas müsste man echt mal mit einem Herzschlag-Dings spielen bei mir. Wow! Oh, hast du was gesehen, Scooter? Wow! Oh, Gänsehaut, Leute. Flieh aus der Nervenheilanstalt. Ja, gut. Nutze das Sicherheitsterminal am Haupteingang. Wäre ja irgendwie ein bisschen einfach, wenn ich dadurch jetzt schon rauskommen würde, oder? Benutze den Sicherheitsterminal. Ja, gut. Wo der jetzt auch sein könnte, das ist eine verdammt gute Frage. Hier sind ganz viele PCs. Deswegen könnte hier ja irgendwas mit Sicherheit sein. Natürlich ist hier vor der Tür ein PC, selbstverständlich. Ich würde nur jetzt liebend gerne erstmal wissen, wo dieses fette Viech ist, was mich gerade eben einfach einen Stockwerk tiefer gethrowt hat. Und... Oh, lieber zu. Und, nein? Mit Sicherheit. Ich muss hier durch. Hoffe, er greift mich nicht an. Bitte greif mich nicht an. Bitte greif mich. Ich film's, wenn dann. Dann kann ich es der Polizei zeigen für den Fall, dass du mich angreifst. Ich filme, hallo. Ich habe Beweismaterial, falls sie mich angreifen. Denk gar nicht dran, du Misset. Oh, yo, Alter. Wenn du hier einfach so, du chillst hier einfach so, guckst deinen fucking rauschenden Fernseher an. Du hast nichts Besseres zu tun. Kannst du mir vielleicht mal helfen, wie ich hier rauskomme? Boah, Digga. Können diese Horrorgeister auch mal aufhören zu singen im Hintergrund? Okay, scheinbar muss ich wieder am Verrückten vorbei. Gut, ich filme dann mal, ne? Nur für den Fall, dass die Polizei Beweise braucht. Ich habe wirklich gar keinen Schimmer, was ich gerade tun soll. Und ich möchte auch einfach nur... Raus hier. Raus. Aus meinem Körper. Gerade. Ein toter Mann.
Und was wird der mir verraten können? Wie ich vielleicht hier rauskomme? Oh gut, eine Karte, das ist schon mal toll. Gut. Und wofür kann ich die jetzt benutzen, um nicht rauszukommen? Wartet, wartet kurz, einen Moment. Ich wette mit euch, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich wette, auf dem Weg werde ich aufgehalten. Und ich werde die Karte nicht in das Terminal reinstecken können, wie immer. Und dieser Typ wird mich angreifen, mit Sicherheit. Weil gerade eben hat er das nicht getan, aber jetzt, wo ich die Karte habe, hat er auf einmal Aggros, mit Sicherheit. Passt auf, Leute. Ich filme, Beweismaterial. Oh Gott, warum erschrecke ich mich überhaupt, verdammt? Oh, oh Gott, warum erschrecke ich mich überhaupt? Ah, weil ich sag auch noch, er greift mich jetzt gleich an. Und dann erschrecke ich mich zu Tode, ey. Was soll denn der Scheiß? Kann ich jetzt nicht einfach irgendwie so ein Easter Egg oder so finden, was dafür sorgt, dass ich einfach doch rauskomme hier vielleicht? Vielleicht bin ich ja schlauer als alle anderen, die Outlast jemals gespielt haben. Okay, muss ich das jetzt, muss ich jetzt hier die Karte durchziehen oder? Gut, scheint jetzt nicht so wirklich zu funktionieren. Wo muss ich denn hin, Leute? Ganz ehrlich, ich will hier auch gar nicht rumlaufen, ne? Das ist ja das Ding. Ah, Security Room. Wie gut, dass es so ausgeschildert ist. Nein, du kannst nach hinten schauen beim Laufen, indem du Q und E gedrückt hältst. Indem ich Q und E gedrückt halte. Damit kann ich mich nicht umdrehen. Und ich glaube, die Tatsache, dass mir das gerade gezeigt wird und dass hier so ein langer Gang ist, heißt nur, dass mich jetzt gleich irgendwas verfolgt. Ich werde verfolgt. Ich will nicht mehr machen. Ich will nicht mehr spielen, Leute. Okay, ich mach noch ein bisschen, okay? Bis ich mich noch einmal erschrecke und dann ist vorbei, okay? Gut. Aha. Ah! Einmal rein und die Tür. Warte mal, warum ist da ein Schrank zum Ver... Nein, 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 nein. Da ist ein Schrank zum Verstecken. Warte mal, ich gucke jetzt erstmal schön hier auf die Kameras. Ob hier irgendwelche Verrückten unterwegs sind. Ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Oh Gott! Und er macht den Strom aus, natürlich. Ah, verfickte Scheiße! Na! Ich starte den Generator im Keller neu und ich würde sagen, das war's dann auch schon. Oh, versteck dich im Kampf, versteck dich im Schrank, versuch nicht zu kämpfen. Ich würde sagen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, dann weiß ich, dass ich das noch weitermachen soll. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich nicht. Und tschüss, haut rein!